Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Sky Factory 4. Ja, teilweise bin ich immer noch verplant und das wird auch weiterhin so bleiben. Ja, in der letzten Folge haben wir ja unser kleines Gebiet fertig gemacht und beziehungsweise angefangen fertig zu machen. Und ich habe das jetzt bis zu dieser Folge fertig durchgezogen. Ihr seht schon, ich tue gerade mein Inventar wieder zurück, und denn es ist fertig. Wir können jetzt hier anfangen zu pflanzen. Eigentlich können wir das hier rausnehmen, fällt mir gerade so auf, weil dann haben wir so eine schöne kleine Treppe drin. Stufe. Dann geht es direkt hier in die Wiese. Warum muss eigentlich Gras platziert immer so extrem laut sein? So, erste Reihe fertig. Das ganze Ding muss natürlich voll werden. Das ist ja wohl klar. Ich werde jetzt erst auch hier drin noch ein paar Flackeln platzieren. Einfach, damit es auch safe ist. Und jetzt muss ich mal gucken. Habe ich Bone Meal? Wo habe ich die Pflanzen sonst hin? Denn ich hatte sicher welche. Die beiden Bäume sind auch fertig. Und jetzt können wir echt mal gleich mal einen Trick ausprobieren, den mir unser Kollege, unser NB gesagt hat. Und zwar kann ich das wohl hier reintun und kann das mit einem Schlag auffüllen. Warum funktioniert das nicht? Mache ich irgendwas falsch? Ich weiß es nicht, weil eigentlich müsste ich doch das dann hier reintun. Ah, okay. Hä? Warum funktioniert das hier auch? Nee, hier funktioniert es nicht. Lustig. Okay. Wir werden eh die Sachen wahrscheinlich gegen andere Sachen gleich mal austauschen. Nun ist mal schnell aus der Kiste hier hinten das Zeug. Ich habe bestimmt hier irgendwo ein Bone Sapling. Genau. Und da habe ich noch... Ah, schau mal, Bone. Perfekt. Rote Rosen, so will ich das haben. Warte mal, mit dem Cookie, das ist auch drin, oder? Also eine gelbe Blume haben wir schon mal. Beetroot Seeds haben wir auch schon mal. Tun wir doch einfach mal hier rein. Kann ich dich hier? Nee, kann ich nicht, schade. Dann nehmen wir den Sapling hier. Weißt du was, jetzt kommt jetzt der Kuchen weg. Nee, warte mal, ich habe das so gemacht, ne? Ich muss mich jedes Mal natürlich auch an die Steuerung erinnern, die ich hier eingebaut habe. Zack. Perfekt. Und jetzt kommt hier der Bone Sapling drauf. Dich kann ich doch hoffentlich auch beschwören, oder? Weil ich brauche dich ein bisschen schneller, mein Freund. Sehr schön, Dankeschön. Und dann mit dem Crook einmal klack. Habe ich gleich nochmal ein paar mehr. Und dann mit der Axt. Aber wahrscheinlich muss ich das auf denselben Weg machen wie den Rest auch. Wo sind die Saplings jetzt hin von denen? Ich habe jetzt hier wieder zwei Bone Meal in der Hand. Ein paar Coal Sachen und so Seed Brick. Ich tue das einfach vorne in die Kiste rein. Aktuell sind bei mir noch Kisten so teilweise so einfach durcheinander. Weil ich einfach null Plan habe, wo ich was hin tun soll. Kohle habe ich hier auch noch lustigerweise rumliegen. So, da sind die Bone Saplings jetzt ja zum Beispiel. Genauso muss ich eigentlich den hier endlich mal wieder umwandeln. Du bist Purified Resin, dich behalte ich nochmal, dich kann ich später brauchen. Gut, dass du schon dabei bist. Du bist Coal Resin, du kommst einfach auch mal hier rein. Glas, Purified Anchors. Ich glaube, das kann es sein, dass das sogar von den Saplings kommt? Ich weiß es gar nicht. So, jetzt tun wir den nochmal anbeten. Das wird schon funktionieren. Come on, brauche nur eine rote Rose. Dann bin ich happy. Ja, genau, regne, mein Freund. Genau das, was ich mag und so. So, tun wir gleich den nächsten Bone Sapling platzieren. In Zukunft kommt ja eh eine eigene Runde. Das werde ich auch vielleicht gleich mal bauen. Dass wir uns darum kümmern können. Aber wie gesagt, was wir auch dringend brauchen werden, ist dann ein... Hallo. So, bitte. Dankeschön. Was wir auf jeden Fall auch dringend brauchen werden, sind dann Redstone, weil mit Redstone können wir natürlich noch mehr anfangen. So. Es ist natürlich jetzt nicht effektiv, das muss ich natürlich dazu sagen. Was ich hier tue ist... Rote Rose! Rote Rose! Rote Rose, rote Rose! Kann ich so... Holy, das geht noch besser. So. Aha. Wir haben jetzt neben den Seeds hier und noch weiteren gelben eine rote. Eine Popeye. Und diese Popeye können wir ja jetzt... Ah, ist das schön. So, jetzt haben wir das hier.
Und jetzt halt brauchen wir nur Seeds. Oder Sapling. Sapling. Was? Und dann... Nee, warte mal. Das ist Unright. Das brauche ich gar nicht. Ich brauche Redstone. Und dafür brauche ich Iron Resin zweimal. Einmal Purified Resin und einmal ein Coal Sapling. Coal Sapling haben wir erst hier vorne reingelegt. Irgendwann. Irgendwo. Wie da. Einer von euch. Purified Resin haben wir dabei. Und wir brauchen zum Iron Resin. Alter, das ist viel zu viel Holz, Jungs. Also diese Holzproduktion ist echt Horror. Ihr seht schon, ich habe so viel Zeug mittlerweile an Holz hier drin. Das wird nicht mehr gut. Deswegen freue ich mich schon, wenn ich alles abzapfen kann. So, jetzt war's. Coal, Iron und Purified. Jawohl, Redstone Sapling. Jetzt kommst du schnell hier weg. Ah, jetzt ist natürlich das Ding gerade kaputt gegangen. Geil. Einfach broken. Hier rein. Zack. Fertig. Jetzt können wir bald normales Essen auch herstellen. Das ist natürlich noch geiler. Ah, das ist jetzt auch nicht wie geplant. Scheiße drauf. So, und jetzt kommt hier der Redstone Sapling drauf. Und, warte mal. Dich tue ich auch nochmal hier rein. Das ganze Bone-Zeug setze ich, brauche ich gerade auf der Stelle wieder nicht. Iron, wie so viel Eisen? Das ist einfach nicht normal. Das ganze Purify-Zeug hatte ich doch eigentlich hinten, oder? Bone-Anchors habe ich hier noch und Bone-Resin. Die kann ich auch noch essen schnell. Bringt mir ein bisschen Hunger. So. Und jetzt lassen wir mal schnell den Redstone-Baum wachsen, oder? Redstone. Oh, holy, der wuchs schnell. Zack, okay. Oh, gleich mehr, noch mehr. Und zack, geil. Unser erster Redstone-Baum. So will ich das sehen. Jede Folge ein neuer Baum. Und dann haben wir bald unser Datencenter. Vorteil ist natürlich durch diese Methode. Ich muss nicht suchen gehen. Ich habe alles hier auf der Insel. Ich könnte rein theoretisch schon in den Nether gehen, aber pff, scheiß drauf. Aktuell will ich mein Datencenter fertig haben und dann können wir mal in den Nether gehen noch erforschen. Aber ich habe ja alles hier vor Ort. Das ist ja viel geiler. So, und jetzt halt will ich mal sehen, wie ich daraus Redstone mache. Redstone! So, bestimmt. Also so wie ich es kenne. Zack, 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 zack. Und die Anchors so, oder? Oder auch nicht. Und die Anchors denken sich so, nö, kein Bock. Ja, nee, so. Auch nicht lustig. Okay, was kann ich dann aus dem Redstone... Wie mache ich Redstone? Wenn ich sage, ich will Redstone... Smeltery, okay, ging rein theoretisch so. Gemcast, Destabilized Redstone, Grindstone, okay. Dann werde ich das wahrscheinlich wieder aus einem Block herstellen, oder? Nur Anchors! Bitte was? Aber ich kann die auch gießen, rein theoretisch. Und jetzt ist meine Frage. Funktioniert das dann auch mit dem Resin? Ist nur noch... Ah ne, da ist ein bisschen Destabilized Redstone oben. Zwei Blocks Destabilized Redstone, was echt? Aber warte mal, das ist jetzt nochmal Eisen, ne? Fuck! Ich habe ja Eisen unten. Ah, das wird sich schon auffallen, oder? Das war jetzt nicht der Plan. Oh hey, ich habe noch vier Eisenblöcke. Ich habe zu viel Eisen! Geil. Aber was ich jetzt nochmal gucken wollte. Ich wollte für Applied Energistic, doch, Applied Energistic. Für die Flux-Dinger hier.
Genau, wollte ich gucken, wie ich die hier mache, rein theoretisch. Und die werden aus einem Merlin, da kriege ich einen Merlin-Sapling. Merlin Essence, Merlin is a Cauldron. Da kann ich aus einem Lapis-Sapling einen Merlin-Sapling machen. Okay, Merlin-Sapling mache ich aus Lapis oder aus Water Bottle, Clay Resin, Bone Resin und einem Dark Oat Sapling. Dark Oat Sapling mache ich aus. Easy! Mehr als easy! So, und wenn ich jetzt das starte. Destabilized Redstone. Angeblich waren da zwei Blocks drin. Geil! Einfach mal Redstone gemacht. Tun wir noch den einen Block auf Eisen da schmelzen. Habe ich viel Eisen? Nein, 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 überhaupt nicht. Oh, es ist so schön. Die Insel funktioniert und das im guten Maße sogar. So, genau, warte, ich wollte Coal Resin in dichter rein tun. Ah, scheiße, ich habe hier noch. Ich habe hier noch Dreck drin. Bau nochmal drei Dreck bitte. 1, 2, 3. Drei Dreck. Ah, ich habe keinen Dings dabei. Okay. Da holen wir noch den schnell raus. So. Dann brauche ich Wasser. Habe ich sogar noch dabei. Dann brauche ich eine Coal Saplings. Zack, bist du einer von denen geworden. Wo war der jetzt wieder, der Fluxkristall? Ich glaube irgendwie Sand Sapling und Zeugs brauche ich. Alter, ich bin blind, wisst ihr das? Vorne ist er so rausgestochen, jetzt sehe ich ihn nicht mehr, da. Hier, so. Eigentlich kriegst du ja nicht einen Charge, ne? Das ist ja der Charge, glaube ich, ne? Den Fluxkristall, ganz normaler. Wo waren die Charge-Dinger? Da gab es ja auch die Charged-Version mal von. So, ich wollte mal hier gucken, wenn ich hier einen Alloy-Furnace mache. So, hier. Genau, hier, so. Und ich kann den so kriegen, indem ich einen Lapis. Lapis mache ich wiederum. So. Clay, Clay, Bone. Water. So, jetzt brauche ich. Zweimal Clay. Das Holz kann zurück da, wo es hergekommen ist. Und einmal bauen, wenn ich mich nicht geirrt habe. Warte mal, habe ich Bone nicht einfach hier reingeschmissen schnell? Ah ne, Bone Resin habe ich dabei. Okay. Und dann Redstone. Wasser. Clay und Bone. Habe ich was falsch gemacht? Oder ich will mich schon wieder irgendwo lesen. Zack. Dich hier von einem Bonsai-Pot aus einem Cauldron und Lapis Lazuli. Clay, Bone Resin, Water. Oh, hat das jetzt hier vorhin funktioniert? Okay. Weird. So, den Lapis Lazuli-Block. Baum will ich schnell anbauen. Warte, so. Noch ein paar Bone-Sachen. Und natürlich wieder Holz. Lapis. Ich setze mich in die Mitte, dann kann ich beide nochmal vielleicht verwenden. Ja, ich brauche ja nur den hier. Wachse. Wachst. Rot und Blau. Rote und grüne Edition. Fehlt mir noch eine grüne Edition. Rot, Blau und grüne Edition. Kommt schon. Ja, Lapisbaum. Zack, weg das ganze Zeug hier vom Baum. Und dann einfach abreißen. Weil ich will einfach, dass ich genug. Also, dass ich im Ruck sozusagen immer in the back sozusagen noch einen normalen habe. Und was passiert, wenn ich ihn hier reinschmeiße? Dann habe ich schon ihn. Da ist er.
Der Merlin Zeppling. Scheißegal, ich platziere den jetzt hier. Der wächst auch instant. Problem, mein Inventar ist voll. Ich brauche endlich ein Datenzentrum, weil dann habe ich null Sorgen mehr, was, dass ich Platz brauche oder sowas. Ich habe einfach alles in einem riesigen Inventar. Schön finde ich auch, dass er einfach hier sich so hinsetzt. Ne? Ist der broken? Was macht man, wenn er broken ist? Dann nimmt man das Ding. Bisschen Stein. Macht ihn wieder heile. Und den Rest muss ich natürlich auch noch hier abhelzen. Zack. Wieder Merlinbaum. Der ist so schnell gewachsen, da wird doch der auch so schnell wachsen, oder? Jawohl. Viel zu geil. Viel zu geil. Die Reichweite ist bloß nicht so hoch, wie es scheint. Kommst du runter? Muss ich jetzt ernsthaft draufkommen, oder was? So, okay. Ich habe jetzt das Spezialholz. Was passiert da draus? Da kriege ich Merlin Woodplanks, okay. Und die Crystals, die ich da habe. So. Ah, damit ich diese Fluxkristalle machen muss, brauche ich ja sozusagen die Stabilizer Redstone. Und dann einen, oder wir nehmen hier zum Beispiel einen Alloy Smelter. Den Alloy Smelter mache ich. Oh Gott, das wird wieder ein Aufwand. Da brauche ich erstmal Brick. Brick habe ich. Was bist du? Copper. Aus Gold und Eisen. Okay. Ja, nee. Gibt es eine simplere Variante? Ich will einfach so schnell wie möglich ein Datencenter haben. Dann muss ich mich um keinen Speicherplatz mehr oder kein Inventargeschieße mehr drum kümmern. Das ist mein Plan. Metallic Infusion. Okay. Wie gehe ich den? Ein Osmium Ingot. Okay. Blöde Frage, wie kriege ich dich hier? Osmium Ember. Dafür habe ich Copper, Iron L Resin, Quartz Resin und Nickel Resin. Ja, Halleluja. Ich habe weder Nickel noch Copper. Quartz habe ich auch noch nicht, also Iron auch noch nicht. Hm. Komisch. Was mich jetzt aber trotzdem mal interessiert ist, ein ME Drive. Was braucht der alles? Ich brauche hier jemand noch dafür. Ah, jetzt hängt sie schon wieder mit meinem Kopf an. Molten Iron. Wahrscheinlich kann ich die Form. Chisel Head Chest. Da haben wir irgendwie sehr interessante Wege mittlerweile. Okay. Aber trotzdem brauche ich einen Generator rein, theoretisch in Zukunft dann für Generator. Lass uns angucken. Simple Turbine Generator. Simple Ender Generator. Simple Never Generator. Simple Combustion? Ich will wissen, was das ist. Dafür brauche ich einen Ofen, hieß es. Alles andere sollte ich ja schon haben. So, oder will ich diesen Simple Combustion Generator machen? Was fehlt noch? Ich brauche Chiseled. Ah, Stone! Stone dafür. Und erstmal irgendwas wieder ablegen, weil mein Inventar ist echt bummvoll. Das ist echt uncool. Das Eisen. Tu mal so viel Eisen, wie ich gerade nicht brauche, weg. Das Inventar ist echt bummvoll geworden, scheiße. So, dann haben wir das und dann können wir mal so einen Generator machen und schauen, was passiert. Also ich will halt gerne irgendwie das in einem großen System nochmal einbauen. Und am liebsten wären wir dann natürlich, dass ich sozusagen, ja, direkt ein gutes System auch habe. Und ich weiß, also Applied Energistics mega geil ist und ich liebe Applied Energistics eigentlich. Von daher würde ich das halt gern verwenden. So, du bist ein Simple Generator.
dieser Simple Generator braucht Show Recipes. Also wenn ich jetzt rein theoretisch, ich habe Holz dabei. Fuel Buffer, Consumed, okay. Capacity. Cobble Generator. Ah, das sind die Cobble Generators, okay. Upgrade Turbine Generator, Heat Generator. Generator. Energy Battery, oh, what the fuck. Sind das jetzt, von welchem Mod? Simple Generators kommen die, okay. Schauen wir uns mal an, was der Simple Generator Mod alles besitzt. Simple. Hat der auch Batterien? As a heart of a network, only one per network. Storage Network Master. Storage Request Table. Used to overview and request items from the network. Default cable to connect parts to of your network. Hm? Welches Storage? Simple Storage Network. Storage. Storage Request Table. Default cable to connect parts of your network. Storage link cable used to connect inventory to the network. Storage export cable exports items from the network into attached inventory. Okay. Storage import used remote storage. Hä? Import, Export. Ach, leckt mich doch am Arsch. Ich habe keinen Plan, was ihr von mir wollt. Suchen wir mal nach Storage. Storage. Flux Storage. Storage Energy in the Flux Network. Im E-Gas. Ja, okay. Das ist jetzt aber wieder ein anderer Mod. Ich will jetzt wissen, wo. Hä? Das sind die Crafting-Dinge. Die sind mega geil. Das sind die Speicherzellen. Junk Storage Unit. Can only store normally non-stackable items. Adjustable Storage Unit. Adjustable Storage Unit is 1 to 17. Adjustable Max Stack. Okay, what? Fluid Storage Tank. Ender Bookshelf. Wie mache ich dich denn? Ender Alloy. What? Creation Tank. Two Crafting Tables. Two Furnaces. And some modular has recipe memory. Quick refill crafting grids. What? Bitte was? Please, what? Oh, scheiße, Leute. Ich überziehe schon, ich überziehe heute die Zeit wie sonst noch was. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Schreibt mir in die Kommentare, was wir noch alles machen sollen, wie wir am besten. Oder vielleicht kann mir auch TB sagen, was das simpelste Storage Network für den Anfang ist. Ob dieses Simple Storage Network wirklich so das simpelste ist, wie es schon der Name sagt. Ich überlege bis zur nächsten Folge, wie ich weitermache. Werde vielleicht noch ein bisschen was. Und dann werden wir schauen, ja. Vielleicht machen wir auch mal. Ich glaube, Diamanten wäre eine geile Idee, ne? Chestbuilder. What? Okay, Leute, aber ich rede für. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Aber wenn ihr noch nicht habt, und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.